Zauberrobe. Aber war uninteressant für uns. Aber wenn ihr das lesen wollt, müsst ihr irgendwas sagen, weil ich mich interessieren eigentlich nur die Rezepte. Da ist er. Oh. Jetzt wird's natürlich spannend. Die böse Jessica nähert sich. Wir machen jetzt mal das Team, da fangen wir gleich mit an. Mal, dass wir einen guten Schaden austeilen. Oh. Schmor, das habe ich auch bekommen. Der haut rein. Ah, der hätte Energieschub geben sollen. Ja, ein stampfender Fuß. Schnarch? Nein. Oh. Oh nein. Oh, meine beiden guten noch. Schmörgel. Was? Hau mal rein. Hm. Das war's schon mal hier. So. Würde ich sagen. Kreisfähiger. Versuchen wir die mal im Fix kaputt zu jagen. Hier machen wir weiter. Mal fix eine Mega-Stärkung. Gucken wir für den Kampf noch. Okay, die machen nur einen Schaden, das heißt, sie haben nicht so viel Schaden. Nein, 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 nein. Ah. Vielleicht ist es auch clever, einfach nur volle Hitpoints reinzusetzen in die alte. Und noch eine Mega-Stärkung. Okay, der, da ist ein bisschen Schaden drin. Aber wie gesagt, eine Mega-Steckung kommt immer ganz gut. 6, 9, 11. Einfach hier drauf. Genghis auch drauf. Und Zauber würde ich sagen. Eine Mittelheilung oder machen wir gleich. Ah, warte, wir haben eine Multiheilung. Bitteschön, hier. Haben wir das? Nein, nicht Schmor. Schmor ist ein heftiger Attacke, finde ich.
8, okay. 5, 6, 9. Ich würde sagen, einfach weiter drauf. Beste, was wir machen können. Kriegen wir wohl nicht hin. Probieren wir mal. Macht vielleicht nur einen Schaden, aber wir haben es ausprobiert wieder, weil das ist halt doch immer eine Sache, warum es nicht klappt. Nein. Gut. Ja. Ein Schaden, schade. Das Blöde ist, wenn wir jetzt alle drumherum noch angreifen würden, dann würde uns vieles da flöten gehen. Ich kann mal gucken, wenn ich Saus mache. Okay, das geht noch sie drauf. Ja, kann man es machen. Vielleicht kommt ne, ich will nicht hoffen, dass irgendwie eine fette Antage kommt, wo ich gar keinen Zwang habe, irgendwie heilen zu können. Boah, wenn jetzt der eine krittet, ne? Was ich nicht glaube. Oh, Schmorne Multiheilung sitzt gleich dran. Ja. Komm. Na, gibt's da nicht. Probieren wir es nochmal. Cengiz, das Zauber. Multiheilung kostet 10. Erst rein, wenn wir alle heilen. Kann sie machen, was sie will. Es gibt nicht. Er leidet keinen Schaden. Und er hat getroffen, vorher hat sie ausgewichen. Also wenn der trifft, dann macht er den richtigen Crit. Ja. Ja. Probier's einmal aus und dann lass ich's. Konzentrieren. Zauber. Ding Dong, nee. Der hat ja nur so Heildinger. Das heißt, die machen wir. Konzentrieren wir mal eben fix auch eine Runde. Dann können wir zwei Runden oder so machen. Schnarch. Nein, 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 und die beiden. Fünf. Ach, weiter konzentrieren noch eine Runde. Sind nicht wach geworden? Nein! Ah, bitte, danke, dass du wach geworden bist. Jetzt oder gleich raushauen? Siebenmal, ey. Na, einmal mache ich noch, komm. Multiheilung. Kann mir nichts passieren. Kann so weitergehen. Ich hab noch genug. Ja, aber es bringt mir nichts. Ich muss halt diesen Kampf so jetzt durchziehen, weil die anzugreifen, die haben ja schon 50 Schaden auf jeden Fall kassiert jemals. Mal konzentrieren. Schmor. Cengiz, konzentrieren. Und die Heilung. Nein. Meine Konzentration weg ist, habe ich natürlich eine Karo, weißt du was? Ich gehe jetzt einfach drauf. Ja, geh doch auch mit drauf.
glaube, die ganze Konzentration ist weg, weil er eingeschlafen ist. Na, der hält ein bisschen 80, ja. Krieg gleich einfach eine einzelne Heilung. Oder eine Multi. Ja, Konzentration mal weg. Wir machen mal Zauber. Eine Faulheilung auf Genghis. Dann soll er einfach nur angreifen. Und wir machen nochmal eine Mega-Stärkung.